Es ist vollbracht. Ich stehe staunend vor dir, gelebt, lebendig und frei. Ich so wie du. Amen. Wie gehe ich mit meinen Fehlern und denen der anderen um? Ich habe zwei Enkel, das dritte ist noch verborgen. Und der jüngste von den zwei, der hatte vor die letzten Monate eine interessante Entwicklung. Immer wenn irgendwas kaputt ging, fing er an zu weinen, ich war es nicht. Ich habe gesagt, nein, alles gut. Der war bitterlich geweint. Dann wieder irgendwie, ich war es nicht. Keiner weiß, woher er da irgendwie eine Angst hatte, dass er jetzt der wäre, der hier einen Fehler gemacht hat. Also ich kann glaubhaft versichern, dass meine Tochter und ihr Mann da jetzt nicht irgendwie den mit drakonischen Strafen überzogen haben, war irgendein Entwicklungsschub. Muss mal nachlesen, ob das eine neue Form ist, vielleicht seit Corona, keine Ahnung. Er wird 3, er ist noch ziemlich klein. Fehler. Und dann fiel mir ein beim Vorbereiten, irgendwo halte ich eine Predigt und ich hänge wirklich alles rein. Ich bin schon leicht durchgeschwitzt, ich habe alles gegeben. Wirklich alles gegeben. Und dann kommt nach dem Gottesdienst einer auf mich zu und sagt, danke für die Predigt, aber in der PowerPoint waren 3 Fehler. Ihr ahnt nicht, wie zwischen Segen und ich könnte dich gerade ganz kleiner Abschnitt ist. Die Leute braucht es eigentlich nicht, die mir sagen, dass ich 3 Fehler in der PowerPoint habe. Manche machen es ja bewusst, dass sie irgendwie authentisch rüberkommen. Bei mir war es jetzt tatsächlich nicht bewusst gewesen. Aber das braucht es nicht, dass wir dann immer gleich dem anderen Fehler unter die Nase reiben. Ich möchte zu dem Thema mit einem Abschnitt aus dem Alten Testament einsteigen. Und mir ist eingefallen, entstanden ist das, was ich heute Abend sage, das hat sich sehr weit entwickelt. So am Ende von Corona war eine Idee von Jonathan Stieber für Heiderbach. Da habe ich damit angefangen. Und zwar zunächst ganz unverfänglich, Sintflut, die ganze Welt ist zerstört durch eine Flut, bis auf 8 Personen und viele Tiere. In der Arche. Die dürfen wieder an Land. Und dann sagt Gott in 1. Mose 9, ich gebe euch das feste Versprechen, niemals mehr durch eine Flut die Erde und alle Lebewesen zu vernichten. Und Gott sprach, ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für den ewigen Bund, den ich mit euch und allen Lebewesen schließe. Ich setze meinen Bogen in die Wolken, er ist das Zeichen meines unumstößlichen Bundes mit der Erde. Für alle, die nicht da dabei waren am Anfang, also der Regenbogen ist nicht irgendwie ein Zeichen für eine Gesinnung, sondern das Original war von Gott bestimmt, um zu zeigen, ich bin gnädig mit der Erde. Die sind aus dem Schiff raus und haben versucht oder haben es dann jetzt das total aufgeweichte Erdreich zu bebauen. Und irgendwann hat es wieder geklappt. Und der Noah, so hieß da der da überlebt hat mit seiner Frau und seinen 3 Söhnen, mit ihren Frauen, der fing an, wo muss ich jetzt hinhalten, dass ich nichts falsch mache,
Ah ja, halt, da haben wir es ja. Gut. Hä? So. Nee, klick du mal weiter. Ja, genau. Nach der Flut fing Noah an, Felder zu bestellen und Wein anzubauen. Also erst Traube und dann Wein. Eines Tages trank er von seinem Wein, wurde betrunken und lag nackt in seinem Zelt. Als Ham, der Stammvater Kanaans, seinen Vater so daliegen sah, ging er zu seinen Brüdern hinaus und erzählte es ihnen. Da nahmen Sem und Japhet eine Decke, legten sie sich über die Schultern, gingen rückwärts ins Zelt hinein und deckten ihren Vater damit zu. Dabei schauten sie in eine andere Richtung, um ihn nicht nackt zu sehen. Jetzt geht es hier nicht darum, mit wie viel Stoff darf ich auf dem Bett liegen. Das ist mir völlig egal. Es geht nicht darum, ob man lange Unterhosen anhat oder einen Tanga oder gar nichts. Es geht hier darum, wie der Ham mit einer peinlichen Situation seines Vaters umgeht. Das ist das Thema. Und er geht sofort zu seinen Brüdern, erzählt es ihnen, hey, kommt mal, steht es nicht dabei, aber so im Zusammenhang, ihr glaubt es nicht, der Vater und so. Heute wäre es etwas anders. In der neueren Übersetzung wird es halt heißen, wenn es heute wäre, er nahm sein iPhone und drehte erst mal so ein bisschen und dann irgendwo stellt er es halt rein, da Insta, was weiß ich. Also irgendwie sofort an alle, wobei das damals halt, war ja gleich fertig, die Gruppe. Also es gab ja erst 8, die überlebt haben. Von daher konnten wir es auch so erzählen, hat es jetzt noch nicht das gebraucht. Aber heute ist das gerne so üblich. Neulich hat ein Feuerwehrmann erzählt, wir sind bei einem furchtbaren Unfall auf der Autobahn. Mehrere Tote. Wir haben abgesperrt und dann kommt einer und sagt, gab es Tote, darf ich hin, ich will ein paar Bilder machen, um sie ins Netz zu stellen. Er hat gesagt, ich hätte ihm können gerade eine reinhauen. Wir haben ihn dann abgedrängt. Er hat gesagt, du glaubst nicht, was abgeht. Leute, die geil drauf sind, einen frischen Toten zu filmen und dann ins Netz zu stellen. Boah, super Bilder oder was weiß ich. Das ist richtig makaber. Was ist da bloß passiert? Das Schlimmste an Corona war nicht, dass wir Masken tragen mussten, auch wenn da so 49,3% im LGV das anders sehen. Das Schlimmste an Corona war, dass viele gelernt haben, in den sozialen Medien richtig verletzende Kommentare abzugeben. Und manche es gar nicht merken, was sie damit auslösen. Und wenn einer irgendwie was falsch gemacht hat, sofort. Und die beliebteste Gruppe, über die man gerne herzieht, das hat man in Corona trainiert, das sind Politiker. Politiker. Wie gehe ich damit um, wenn einer einen Fehler gemacht hat? Wenn es peinlich für ihn wird, was mache ich dann? Und da müssen wir jetzt einen großen Bogen machen ins Neue Testament. Galater 6. Galaterbrief, ein sehr spannender Brief, denn dort sind Christen, die einen Umgang haben miteinander, der ist sensationell. Da schreibt der Paulus, wenn ihr euch untereinander beißt und fresst, passt auf, dass ihr einander nicht noch weiter auffresst. Was für eine Kultur. Aber es ist eine Gemeinde gewesen, wo jeder so gemeint hat, er hat es richtig drauf und er weiß genau die Zusammenhänge.
Und da war kein Miteinander mehr möglich. Eine christliche Gemeinde. Es waren vielleicht sogar mehrere Gemeinden in einem ganzen Gebiet. Und in diese Gemeinde hinein, in diese Situation, wo man nur darauf wartet, bis wieder einer einen Fehler macht, da schreibt er Kapitel 6, Vers 1 und 2, Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Manche waren gut in Kunst oder sind es heute noch, kennen dieses Bild, manche waren schon selber dort, Sixtinische Kapelle, die Erschaffung des Menschen, Gott erschafft Adam. Das ist das typische, die Finger, die da aufeinander zeigen. Leider hat sich da ein bisschen was verändert in der Kunstszene. Aus dem Geschaffenen werden zwei Finger, die sich gegenseitig anklagen, du bist schuld. Nein, du bist schuld. Es wird immer größer. Du bist schuld. Nein, du bist schuld. Wie gehe ich mit Fehlern um, wenn man sich gegenseitig nur beschuldigt? Du bist es. Interessant ist, was ich gerade vorgelesen habe, der Anfang, der erste Satz kann unterschiedlich übersetzt werden. Die eine Übersetzung heißt, wenn ein Mensch von einem Fehler überrascht wird. Also es heißt, nimm es dir fest vor, bevor du morgens aus dem Haus gehst, hörst du von Spotify noch 4 Worship-Songs, bist richtig gut drauf und dann fährst du los mit dem Auto und stehst im Stau und der vor dir, du weißt auch, wo der die Fahrschule gemacht hat. Du schreist noch raus, nach dem ersten kommt der zweite und dann schräg auf der dritte. Der wird halt nicht schneller und du wirst immer aufgeregter. Und dann machen sich manchmal Finger selbstständig. Und irgendwie, und dann denkst du, was mache ich hier? Was mache ich hier? Bist völlig überrascht, dass dir das jetzt passiert ist. Das ist die eine Übersetzung. Wenn man von einem Fehler überrascht wird. Die zweite Möglichkeit, die ist ja, ein bisschen peinlicher, wenn man bei einem Fehler überrascht wird. So kann man es auch übersetzen. Also ich stelle mir das immer so vor, das Geld geht immer mehr aus, die Heizung wird auch immer teurer. Und ich beschließe, die Sparkasse zu überfallen in Freudenstadt. Und habe so Maske auf, Knarre aus dem Darknet, die natürlich nicht echt schießt, aber echt aussieht. Und stehe an der Kasse, Geld her oder Leben. Dann klopft mir einer auf der Schulter und fragt, wann kommst du schon mal wieder in Go-In? Ich drehe mich um und sehe, es ist der Wilhelm Kallenbach. Ich bin völlig überrascht bei meinem Fehltritt. Mann, wäre das peinlich. Das Gute war, der Wilhelm hat gar nichts Schlimmes denkt, weil er dachte, ist doch der einer vom Vorstand vom LGV und hat gar nicht gesehen, dass ich da was komisch in der Hand habe. Also jetzt egal wie. Vielleicht hast du hohe Ideale und wenn sich dann mal reinhaut, bist du unfassbar niedergeschlagen, weil dir das passiert ist. Und eben das andere, du hast sehr viel bisher geschafft, im Hauskreis zu verheimlichen, keiner weiß, wie es wirklich aussieht. Und dann kriegt es einer mit. Peinlich, peinlich. Warum eigentlich? Also ich habe ein gestörtes Verhältnis zu den Dinger hier. Die haben nicht meine Ohren als Maß genommen. Helft ihm wieder zurecht. Ich habe mich sehr intensiv mal mit diesem
Vers befasst. Ich habe wiederum festgestellt, da gibt es zwei Bilder, die helfen, dieses Zurechthelfen zu verstehen. Was heißt es, wenn einer einen Fehler gemacht hat, dass ich ihm zurechthelfe? Und das erste Bild, wer das furchtbar findet, soll nie Chirurg werden. Wer sagt, yay, mach mal die Aufnahmeprüfung. Also einen Knochenbruch richten, ist das Wort zurechthelfen in seiner Bedeutung. Also wir sehen hier der Klassiker zweimal durch. Glatterbruch, sage ich so als ehemaliger Schreiner, das könntest du wieder hinbringen. Jetzt gibt es doch keinen Chirurg, hoffe ich, der da aufschneidet und sagt, mal sehen, wenn die schon auseinander sind, wie weit wir die dehnen können, die sechs Knöchle da, die da so rum sind. Jeder Chirurg wird das Nötigste tun, damit die Knochen wieder gut zusammenwachsen und heilen. Das kann wehtun, tatsächlich. Aber ihm liegt dran, dass es wieder heilt. Helft ihm zurecht bedeutet, manchmal muss man tatsächlich was ansprechen. Mal unter uns, da ist doch was zerbrochen, da stimmt doch was nicht. Aber dann so mit dem anderen reden, dass er gerne die Hand hinstreckt, damit ich ihm helfen kann, dass es wieder heilt. Das heißt zurechthelfen. Das eine Bild. Das andere Bild ist das Bild, ein Netz zu flicken. Auch so kann man es übersetzen, steckt hinter diesem Wort. Ein Netz flicken. Da hat einer sein Netz, er war Mitarbeiter, hat geklappt, er hat gefangen, alles gut. Und dann hat dieses Netz ein Loch bekommen. Der hat einen Fehler gemacht. Und er ist so verzweifelt, dass er überlegt, kann ich überhaupt noch mitarbeiten? Weil es gibt Leute, die merken das gar nicht, dass ein Loch drin ist, die kennen gar nicht Verzweiflung in dem Fall. Aber andere, die so vom Typ her mehr, die Gewissenhaften sind. Oh, wie konnte es mir nur passieren? Und jetzt kommst du ins Spiel, helft ihm wieder zurecht, dass du ihm hilfst, sein Netz zu flicken. Dass du sagst, das war jetzt ein Fehler, aber lass uns das wieder flicken, lass uns miteinander beten und dann machst du wieder weiter. Ein ganz wichtiges Bild, gerade auch heute in der Gemeinde. Macht es als Menschen, die geistlich sind. Und geistlich heißt nicht irgendwie komisch, so ja, immer ein Bibelspruch drauf, ob es passt oder auch nicht. Geistlich heißt, ein Mensch zu sein, der immer wieder ein Gespür entwickelt, Heiliger Geist, was willst du mir sagen? Das sind geistliche Menschen. Ich habe hier ein super Bild aus einer Werbestrategie vor ein paar Jahren von der Heilsarmee. Die haben hier etwas ausgedrückt. Links ein Offizier der Heilsarmee, der einen Obdachlosen umarmt und das Gesicht des Obdachlosen wird geradezu zum Gesicht des Heilsarmee-Offiziers. Und er will damit ausdrücken, ich habe mich ganz in deine Situation hineingedacht. Du bist nicht mehr anders wie ich. Oder dann rechts eine Offizierin oder Majorin, ich kenne mich da jetzt nicht so ganz aus, die eine Seniorin besucht und ihr Gesicht wird zu ihrem Gesicht. Das ist übrigens, dieses Bild hier, ist die Champions League der Seelsorge. Dass wenn jemand mir etwas auch beichtet, ich nicht denke, wie kann ich bloß sowas machen, sondern ich weiß, hätte mir auch passieren können. Der andere, ich gebe mich ganz auf die Ebene vom anderen.
ihr, die ihr geistlich seid. Wenn dann einer einen Fehler macht, dann hole ich nicht das Handy raus, sondern das geht mir selber. Ah, ich möchte ihm helfen, dass wir wieder klarkommen. Und dann sagt der Paulus noch, eins ist auch wichtig, wenn nichts kommt, drück du. Schau dich selber an. Schau dich selber an. Unvergesslich Sonntagmorgen, ich bin etwas in Eile, aber die Familie ist schon wach, wir haben Frühstück und ich breche auf. Und ich sage noch, Daniel, mein Zweitältester, das ist schon eine Weile her, in der Nase wird nicht gebohrt. Dann sagt er, Papa, das hast du gerade auch gemacht. Ich habe es nicht mal gemerkt. Ich habe es nur bei ihm gesehen. Deshalb schau dich selber an. Als ich mich verabschiedet habe, 1981, in Heimsheim, von meinen Eltern, um nach Liebenzell zu gehen. Und das war damals schon ein massiver Einschnitt ins Leben, denn man durfte, im September ging es los, man durfte frühestens im November heim und dann erst wieder an Weihnachten, wenn Weihnachten rum war. Also es war ein echter Abschied. Meine Mutter hat Rotz und Wasser blärt, weil ihr Ältester aus dem Haus geht. Und mein Vater hat was Komisches gesagt. Er hat gesagt, vergiss nicht, wenn du in Liebenzell bist und mit Teens arbeitest, was du selber für ein Teenie warst. Und ich habe gedacht, sag mal, letzte Worte von meinem Vater. Ich kenne Heul, aber du musst jetzt gehen. Jetzt geh halt mit Gott, jetzt labert er da was daher von Teens und vergiss nicht, wie du warst. Erst viele Jahre später habe ich gemerkt, er hat so ein bisschen Schwäbisch, mit schwäbischer, liebevoller Ermahnung da versucht auszudrücken. Aber er hat was Richtiges gemeint. Er hat gesagt, wird keiner, der von oben immer nur moralisch einen drauf hat und sagt, das dürfen wir nicht machen, das und das, jetzt macht er ein bisschen das, sondern denk selber dran, was dir gut getan hat oder was dir geholfen hat. Und werd so einer, der so dann auch mit Jugendlichen umgeht. Wir dürfen und sollen einander tragen. Und da geht es jetzt nicht um Umzug. Auch das dürfen wir machen, natürlich. Und ist auch super. Danke, dass du geholfen hast. Bei der Nachbarin die Kartoffeln in der Keller und so. Alles gut. Aber einander tragen, da geht es auch um Verletzungen. Oder wo man wirklich Fehler gemacht hat. Wo ein anderer in Not steckt. Hier noch eine Erinnerung an einen meiner Lieblingspolitiker, der Norbert Blüm. Also aus meiner Sicht viel zu früh gestorben. Das war so 16, war in Griechenland im Flüchtlingslager und hat da mal einen Besuch gemacht und hat eins von den Kindern da mal in den Arm genommen. Zu zeigen, du bist schon mal nicht gleichgültig. So, und jetzt kommt ein Coverfoto von einem Ehebuch, aber ich mache das jetzt mal für mein Thema passend. Drei Männlein, sorry, sind jetzt, glaube ich, Männer, aber der mittlere fühlt sich als Frau. Also von daher, die laufen miteinander und hier ist noch alles gut. Sie tragen miteinander die Last, alles top. Wir gehen ein Bild weiter. Plötzlich hängt der Vordere im Leeren. Ey Leute, wer in der Leitung ist, der kennt auch Situationen, wo es ihm den Boden unter den Füßen wegzieht. Und ganz ehrlich, seit ich in der Leitung bin im Liebenzeller Gemeinschaftsverband, kann ich nicht mehr so schnell und so manchmal billig über Politiker herziehen. Hey Leute, wenn ich heute Journal schaue, ich schaue mit meiner Frau immer das heute Journal, wo man schon von der Werbung her weiß, wir sind jetzt älter geworden, da gibt es nur Werbung für Ältere. Heute meine ich um 19 Uhr so. Und da, wenn ich dann sehe, ein Politiker, der ist morgens in Brüssel, dann fliegt er kurz nach Syrien und dann ist er
noch auf dem Weg nach China und zwischendrin hat er sonst noch was machen müssen. Hey, das muss ich erst mal packen. Das muss ich erst mal packen. Und die sind auch nicht besser wie ich. Wenn es eine komische Begegnung gab, das steckst du nicht einfach weg. Und ich bete immer wieder für unsere Hauptpolitiker, weil ich weiß, die hängen auch manchmal echt im Loch. Aber es gilt auch für die Gemeinde. Die vorne sind, die kennen auch Situationen. Und dann ist es gut, wenn du Leute hast, die dich tragen. Jetzt kommt der klassische Mitarbeiter. Der hat einen vor sich, aber der hat auch noch welche hinter sich. Auch er hängt mal im Loch. Und gut, wenn wir uns Zeit geben, das auch mal sagen zu dürfen. Das läuft gerade überhaupt nicht gut. Einander zu tragen. Ja, und das ist jetzt der Hermann am Schluss. Es gibt einfach so Witze, da ist der Hermann immer der schaffen muss und keiner sieht's. Das sind Mitarbeiter, die machen Tätigkeiten, die oft übersehen werden. Und das Problem ist, das merkt man auch keiner, wenn der im Loch hängt, weil hinter ihm keiner mehr kommt. Und es ist ganz wichtig, auch zu sehen, hey, wie geht's denn eigentlich dem? Wie geht's denn eigentlich dir? Lass uns mal drüber reden. Aber auch der Hintere ist dankbar, wenn er Leute hat, die ihn tragen. Und als letzte Bildle, wieder alles gut. Man hat die Krise überwunden. Aber man sollte nicht vergessen, es gab auch andere Zeiten, wo wir im Loch hingen. So, und jetzt ist die Frage, jetzt kriege ich mit, wie Leute mit meinen Fehlern umgehen. Und der Noah, als er aus seinem Rausch aufwachte, steht nicht dabei, wie lange er braucht hat, erfuhr er, was sein jüngster Sohn Ham ihm angetan hatte. Da sprach er, verflucht sei Kanaan, er soll als niedrigster Knecht Sem und Japhet dienen. Ich sage euch eins, das kann jeder so reagieren. Das ist typisch menschlich, auch typisch unreflektiert. Ja, wer lag denn neckig auf dem Bett? Guck nochmal, das war doch der Noah. Ja gut, der Sem hat es einfach, nee, halt, da haben